Alola und herzlich willkommen zurück zur Pokémon-Sonne-Nassau-Challenge. Wir sind hier in der Pokémon-Liga der Alola-Region und wollen jetzt gegen den Champ antreten. Na? Und schauen mal. Na, wir landen nicht direkt vor dem Champ. Wir müssen noch einmal eine Treppe hochlaufen. Die ist nicht ganz so weit. Da sind wir schon da. Allerdings gibt es hier keinen Champ. Ja? Es gibt nur einen leeren Thron. Jo, den können wir jetzt besteigen, du. Wie so ein kleiner, läufiger Hund, ne? Und da sitzen wir drauf. Wir sind jetzt Champ. Ich habe mich selbst gekrönt. Fertig ist der Lack. Fertig sind wir. Nein, Kukui kommt natürlich nochmal. Mein Glückwunsch, junge Dame. Jetzt bist du der Champ der Pokémon-Liga. Sag ich doch. Oder hast du noch was zu meckern? Naja, das heißt, vorausgesetzt, dass du jetzt auch noch den letzten Trainer besiegst. Okay, es gibt auch noch einen. Es gibt einen Champ. Und dieser Trainer bin natürlich ich. Ich bin die letzte Hürde, die du auf deiner Inselwanderschaft überwinden musst. Lass uns die Geburt dieser neuen Pokémon-Liga mit einem epischen Kampf angemessen feiern. Du bin ich dabei. Dann lass uns mal angemessen feiern hier. Lass uns mal angemessen feiern. Es geht gleich direkt los. Gegen Kukui, der Attackenforscher, ja, der Attackenguru Alolas. Haut mir gleich mal erstmal eine vor die Nase. Er leadet mit Wolverock. Okay, ich denke, der hat einiges zu bieten. Er hat auch 6 Pokémon, sehe ich gerade. Die Top 4 hatten immer nur 5. Ja, das ist schon mal ein Zacken schärfer hier. Wir leaden mit der Eierbombe. Ja, ich habe einigen Pokémon hier neue Attacken beigebracht, wie Durchbruch, Psychokinese. Auf Dingsbums Solgaleo habe ich auch einen neuen Move noch mit reingepackt, dass wir breiter aufgestellt sind, gegen alle Eventualitäten gewappnet sind. Die Steinkante wird direkt abgewehrt. Ja, du Hund, die kann auch daneben gehen. Und der Blättersturm reicht für einen One-Shot. Ja, wenn es so weitergeht, bin ich vollkommen zufrieden, ne? Wenn das hier so weitergeht. Jetzt ein Bulnona, die Alola-Ausführung hier. Eis und Fee. Ja, sollten wir vielleicht rausgehen. Es ist alles sehr effektiv, was uns hier treffen kann. Und wir gehen mit unserem Kurzel und Dürre und Flammenwurf hier in die Vollen. Und hoffen auf guten Damage. So, die Dürre kommt raus, das Sonnenlicht scheint, Feuermoves kommen stärker daher. Ein Blizzard, der trifft uns. Hätte ja auch daneben gehen können, aber naja. So, ist nicht sehr effektiv, ist ja ganz klar, ist klar. Wir gehen auf den Flammenwurf. Der wurden wir, ey, das Ding hätte uns outspeedet, Alter. Wieder, aber Blizzard ist daneben gegangen. Das ist sehr schön und der nächste One-Shot ist uns gewiss. 2 Pokémon haben wir easy peasy aus dem Weg geräumt. Das ist doch sehr, sehr schön. Ja, Relaxo. Relaxo, Alter. Das ist... Ach, Alter. Meine Fresse. Gegen Relaxo würde ich jetzt erstmal hier so die Angriffswerte senken. Wir haben ja auch... Ich denke eigentlich, wir haben ja auch Gegenschlag. Es kann eigentlich ganz gut werden. Wir senken jetzt erstmal Runde für Runde erstmal mit Bedroher, dann mit Cola-Augen den Angriffswert. Das ist eigentlich so ganz okay. Und dann können wir ja eigentlich irgendwann mal auf den Gegenschlag gehen. Der sollte eigentlich gut Schaden machen, ne? Da er ja von unseren niedrigen KP dann abhängt. Jetzt erstmal die Cola-Augen hier. Immer weiter schön den Angriff senken, ne? Und Relaxo kann uns ruhig angreifen. Aber bitte nicht paralysieren, so Body Slam. Alter. Der Kackvogel geht mir so auf die Nüsse hier. Volltreffer. Es war ein Volltreffer. Aber jetzt schon zu heilen, wir haben erstmal 2 Pokémon weggeräumt von dem Affen. Wenn wir nochmal auf coole Augen gehen, wir sind ja schneller. Ja, wir könnten vielleicht überleben, ne? Ist jetzt ein bisschen Risiko. Risiko ist dabei. Body Slam schon wieder. Wenn er mich crittet, Alter, dann schmeiße ich ihn hier vom Berg runter. Wir überleben das. Wir könnten vielleicht sogar noch einmal überleben. Aber der Gegenschlag macht jetzt affenartig viel Schaden, hoffe ich doch, ne? Naja, im gelben Bereich halt nur, ne? Rambus. Wow. Das war heftig. Das war gerade richtig heftig hier. Mit einem KP überlebt. So, was machen wir jetzt? Das Ding ist ja angriffsmäßig geschwächt. Wir könnten mit irgendjemand anderem hier ran an den Speck. Wir hätten hier auf der Eierbombe noch Kampf drauf, ne? Und ja, das ist knapp so im gelben Bereich. Ob das schon reicht? Hier, nee, wir haben halt nur noch da. Ob der Gegenschlag jetzt noch so viel bringt? Wir haben einen KP halt, ne?
Ich weiß nicht, wie, was steht bei Gegenschlag da? Kann ich... Ja, wir müssen mal in den Bericht. Kann ich mir das jetzt überhaupt ansehen? Nee, ich kann... Ich bin im Bericht, oder? Ja, ich bin im Bericht. Richtet mehr Schaden in, wenn eigene KP niedrig sind. Okay, die hängt nicht vom Verhältnis ab, wie viel der Gegner hat. Wir haben jetzt... Wir müssten jetzt eigentlich killen können, oder? Wir müssten doch jetzt eigentlich killen können. Wir haben ein KP, weniger geht nicht. Es müsste doch jetzt reichen. Wenn wir vorher schon so viel Schaden gemacht haben... Junge, Junge, Junge. Was ein Glück. Was ein Glück. Zum Glück haben wir jetzt nicht umgewechselt. Das wäre maximal dumm gewesen, ne? Haben wir schön den Gegenschlag mitgenommen. Jetzt gibt's Gigastoß. Für wen? Für Mr. Stumm. Gigastoß, 150er Stärke. Anwender rennt mit seiner ganzen Kraft gegen das Ziel an und muss dann eine Runde ruhen. Naja, nee, das machen wir nicht in der Nuzlocke. In der Nuzlocke wollen wir nicht jede Runde oder jede zweite Runde ruhen. Ne? Da kacken wir einfach mal ab. Guck mal, wie viele Pokémon kommen wir gerade auf 59? Was ist hier los? Knirscher. Knirscher ist doch ein cooler Move. 80er Stärke. Senkt eventuell die Verteidigung. Knuddler lassen wir. Brüller könnte vielleicht auch hilfreich sein. Knopfnuss. Ja, genau, die Knopfnuss. Und einen Gegenstoß haben wir hier noch. 50er Stärke. Kann auf 100 steigen. Man weiß es aber nicht. Je nachdem, wie schnell der Gegner ist, wir nehmen lieber den Knirscher rein. Er hat nur noch 3 Pokémon. Jo, sieht eigentlich ganz nett aus, ne? Waschaquil. Ein Waschaquil, ein Vogelfiech hier. Vogel-Pokémon. Ein Flug-Pokémon, so heißt es. Ja, gegen Flug. Haben wir hier nur Eiszahn, glaube ich, ne? Gestein haben wir nirgendwo dabei. Sind was anderes? Elektro haben wir auch nicht. Das wäre jetzt nur der Eiszahn halt. Naja. Beißt die Maus ja keinen Faden ab, ne? Da müssen wir wohl hier mit Eiszahn ran. Bedroher bringt vielleicht etwas. Zermalmklaue. Was ist das für ein Angriff? Das, Alter, da senkt gerade nicht im Ernst meine Verteidigung, ne? Der Affenarsch hier. Das ist doch nicht wahr. Wie viel? Rückenwind. Ist ja herrlich. Und wir machen halt nicht so viel Schaden, ne? Aber ich denke, trotz Verteidigung minus 1. Aber er ist im roten Bereich gelandet. Wirbelwind, tauscht das Pokémon aus. Ja, gut, da ist das Verteidigungsminus schon mal weg. Mein Sonnenschein ist am Start. Mein Sonnenschein. Können wir den Vogel jetzt hier besiegen? Flug. Mit Psycho? Ist ein Stab-Move? Nee, er geht auf eine Top-Genesung. Alter, ja, er geht auf eine Top-Genesung. Jetzt gibt es aber einen Zen-Kopfstoß hier. Wir hätten hier vielleicht auch die Psychokinese reinpacken können. Nee, Zen-Kopf... Nee, wir sind ja mehr so physisch, glaube ich, am Start. Wir gehen nochmal auf Zen-Kopfstoß. Sturzflug. Wir sind aber Stahl und Psycho sollte eigentlich verkraftbar sein, ne? Ja, das ist niedlich. Das ist natürlich niedlich. Im gelben Bereich gelandet... Alter, komm! Wenn das jetzt hier reicht. Es wäre zu schön gewesen. Der Rückenwind hat sich zum Glück gelegt. Heilt er noch einmal? Er heilt noch einmal. Aber gut, wenn er seine Top-Genesung jetzt hier nach und nach schön verspielt. Ist mir natürlich geholfen, ne? Genau. So. Noch einmal. Ah, jetzt bringt er wieder den blöden Rückenwind raus, Alter. Jetzt bringt er wieder den blöden Rückenwind raus. So, warte mal. Können wir noch irgendwie eine Runde überbrücken? Mit jemand heilen? Mr. Stumm ist halt angearscht, ne? Weiß aber nicht, ob wir den überhaupt noch brauchen. Aber wir haben hier nur was zum Angreifen drauf, ne? Ja, ja, das macht alles Schaden. Heilt der jetzt noch einmal? Oder ich würde gerne den Rückenwind dann so schnell wie möglich wegbekommen. Naja. Was machen wir? Oder wir greifen an. Komm, scheiß drauf hier. Wir machen ihn jetzt weg, bevor hier noch irgendwas in die Hose geht. Wir kriegen jetzt gerade nochmal einen schönen Sturzflug rein. Aber das ist ja auch nach wie vor okay, ne? Ja, ja, das ist okay. Es ist nach wie vor nicht sehr effektiv. Der killt sich fast selbst. Der Zen-Kopfstoß reicht jetzt hier. Genau. Waschaquil ist weg vom Fenster. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Die Eierbombe auch auf 59 gezogen. Magnezone, Alter. Magnezone.
Wir gehen auf Nitro-Ladung. Na, also das ist gleich sehr effektiv, bevor wir jetzt wieder hin und her wechseln und irgendwas dann wieder abschmiert. Irgendwas schief geht. Wir bleiben lieber drin. Es ist immer besser, drin zu bleiben. Nitro-Ladung. Ja, ist zwar sehr effektiv, fehlt der Step. Initiative steigt. Okay, wir sind zwar geparat, aber wir werden outspeeded von dem gottlosen Hund. Jetzt glaube ich, der Rückenwind noch aktiv, oder? Jetzt glaube ich noch der Rückenwind so am Start. Rückenwind hat sich gelegt. Ja, ja, Junge. Ja, ja. Jetzt guckst du blöd aus der Wäsche, wa? Überleben wir noch einmal von dem Affenarsch hier? Okay, wir outspeeden schon mal. Das ist sehr gut. Oh nein, Alter. Ah. Er crittet mich gerade. Er hat mich gerade gecrittet. Jesus Christus. Hier haben wir auch Kampf. Das ist auch gut. Der will mich doch komplett verarschen, oder? Heilt der? Er hat doch schon zweimal eingesetzt. Heilt der noch ein drittes Mal? Na, safe. Safe. Wir haben gerade unser Legi verloren. Das Magnezone ist wieder full life. Ja, da geht mir einer ab. Da geht mir einer ab. Das sage ich dir, du. Wir hätten vielleicht vorher heilen sollen. So, Lichtkanone. Stahl. Macht auch noch mehr als die Hälfte. Ja, ist halt schön scheiße, ne, dass wir langsamer sind. Das ist halt blöde. Da ist halt... Bleibt der bei Lichtkanone? Stahl. Er geht auf Stahl. Da könnten wir den Code, aber dann nehmen wir trotzdem Schaden. Da sind wir trotzdem. Dann macht er trotzdem Schaden. So viel KP haben wir auch nicht mehr. Aber wir können auch nicht one-shotten, ne? Also wir können jetzt nicht hier nochmal angreifen. Jetzt geht die Eierbombe down. Okay, aber vielleicht können wir noch irgendwas reißen. Wie viele Pokémon hat der Gegner eigentlich noch hier? Wie viele Oberficker-Pokémon hat denn der noch? Die Dürre wirkt. Genau, genau. Und dann Flammenwurf hinterher. Er hat nur noch zwei. Okay, das ist machbar, ne? Flammenwurf. Donner... Ah, Junge, Donnerblitz. Der reicht. Der reicht hier einfach mal. Der geht mir doch komplett auf den Sack. So. 4 KP. Ist ja eigentlich eine gute Voraussetzung für den Gegenschlag, oder? Oh, wenn wir jetzt hier outspeeded geworden wären, ne? Hui. So, haben wir das geklärt. Da haben wir das geklärt. Jetzt kommt noch ein Primarene. Wasser und Fee. Wasser und Fee-Pokémon haben wir. Fee wäre halt Stahl. Schön, ne? Der Zug ist halt abgefahren. Stahl hat niemand mehr. Wir haben aber trotzdem noch fast Full Life. Ein Full Life Pokémon. Und ein fast gestorbenes. Ich würde jetzt versuchen, das Maximum noch rauszukitzeln. Mit einem Gegenschlag, auch wenn der nicht sehr effektiv ist. Wir greifen immerhin zuerst an. Naja, immerhin. Immerhin. Schon mal ein bisschen Damage gemacht. Und... Der geht gerade auf seinen Z-Move. Ja, ja, das Pokémon kann sterben. Es stirbt jetzt einfach mal fast alles weg. Ist egal. Hauptsache, wir gewinnen die Nuzlocke hier. Wir haben noch genug Pokémon auf Reserve, falls wir die Rematches noch machen. Hm? Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert schon mal gerne den Kanal. Denn ich denke, das wird noch epischer als jetzt. Genau. So, Bisbug ist auch gestorben. Wir haben noch 2 Pokémon. 2 gegen 1. Ja. Könnte man hinbekommen. Was haben wir hier? Unlicht ist auch nicht sehr effektiv. Kopfnuss. Ist vielleicht normal. Fee gegen Fee ist natürlich auch nicht so prickelnd. Was hätten wir? Hey, wir haben natürlich auch noch einen Z-Move, ne? Z. Ja, aber Fee gegen Fee und Wasser gegen Wasser. Das ist, ja, wir haben jetzt nur noch Fee und Wasser Z-Move, ne? Ah. Aber mit irgendeinem... Ich würde... Wie viel ist hier? Der physische Angriff ist bei 170.
Wer jetzt hier mehr Damage macht, kommt erstmal rein, ne? 153, also Garados wäre da schon eine gute Möglichkeit, ne? So. Bedroher. Naja, bringt glaube ich nicht ganz so viel. Wir müssen es jetzt einfach hier riskieren, ne? Wir müssen jetzt einen Z-Move. Auch wenn es nur Wasser gegen Wasser ist, ist glaube ich nicht sehr effektiv, aber es nützt ja nichts. Wir müssen einfach. Wir müssen hier angreifen des Todes, ja? Super Wassertornado. Wir könnten auch nochmal heilen. Sollte Garados nochmal überleben? Wir haben unser Heil-Item noch nicht verspielt. So, wir sind im gelben Reich und er hat, glaube ich, jetzt schon 3 Top-Genesungen eingesetzt. Also dann ist irgendwann auch mal Schicht im Schacht, ne? Alter, macht der viel Schaden. Alter Falter, macht der viel Schaden. Bringt das jetzt was zu heilen? Ja, eigentlich nicht. Oder doch? Wenn wir jetzt hier... Aber ich habe noch nicht geheilt, ne? Der Kampf geht schon ein ganz schönes Stückchen. Ich dachte noch nicht, ne? So, ja, wir machen jetzt hier... Wir tanken einmal voll. Ist dann maximal dieselbe Voraussetzung. Wenn wir mehr als die Hälfte reingeballert kriegen, dann ist dasselbe wie vorher. Dann sterben wir die nächste Runde halt trotzdem. Es war gerade ein Critical Hit. Der blöde Hund hier drüben. Wir gehen mal auf Orkan. Der trifft zum Glück. 110er Stärke ist Step. Macht aber auch nicht so viel, ne? Schallwelle. Die hättest du vielleicht vorher machen sollen. So ein Normal-Move hier. Okay, unser letztes Pokémon. Alter, was ist hier los? Hier kratzt einfach beim Champ alles ab, was geht. Aber es ist egal. Das ist egal. So, Knirscher nicht sehr effektiv. Alter, Kopfnuss. Kopfnuss ist vielleicht am besten, oder? Schaumserenade. Ist, glaube ich, Wasser, oder? Überlebst du das bitte? Ganz knapp. Okay. Okay. Was ein Kampf gegen Kukui hier. Obwohl ich alle Kraftreserven mobilisiert habe, hat es mir nicht gereicht. Aber was für ein erfrischender Kampf. Ja, von den 13.900 kann ich mir meine 5 Pokémon auch nicht mehr zurückholen, ne? Alter Falter, was ein Kampf. Da war die Top 4 ja nichts dagegen, ne? Phänomenal, aber ich hatte es dir damals gesagt. Das Zusammenspiel von Pokémon und Trainer, dann die richtige Attacke im richtigen Moment. Genau das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und so haben wir die Geburt des neuen Champs miterlebt. Des verdienten Champs von Alola. Du weißt ja noch, wie ich mir das damals auf dem Gipfel des Hokulani-Bergs gesagt habe, ja? Natürlich weiß ich, das war dabei. Mensch, also die Pokémon und Trainer der Alola-Region sind einfach die Besten. Und die ganze Welt soll das wissen. Jawohl, das ist der Traum, den ich mit der Gründung dieser Pokémon-Liga verwirklichen wollte. Und heute ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Genau hier und jetzt. Merlin, Granbull, ihr habt meinen Traum wahrgemacht. Das freut mich. Ja, wenn meine Träume leben, bin ich vollkommen zufrieden. Das ist mein ganzes Lebensziel gewesen. Genau. Gibt es hier auch sowas wie eine Ruhmeshalle? Ich bin wirklich froh, an diesem traumhaften Ort gegen dich und deine tollen Pokémon gekämpft und die Geburt der Pokémon-Liga bezeugt zu haben. Also dann, Merlin. Du bist der erste Champ der Pokémon-Liga der Alola-Region. Es ist an der Zeit, deine Verdienste und deines treuen Pokémon-Teams für die Nachwelt festzuhalten. Und das macht er gleich hier? Gibt's keine Ruhmeshalle, oder? Oder doch? Du bist der erste Champ von Alola. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist doch sehr schön, ne? Ganz knappe Kiste. So die Eierbombe. Granny war auch mit dabei. Hat als einzigste überlebt. Beastbug, Mr. Stumm. Das sind alles geile Pokémon gewesen, ne? Theo, Garados, auch verreckt. Solgaleo, selbst Solgaleo. Ja, es war glaube ich ein dummer Zufall, ne, dass der gestorben ist. Kurz. So, trotzdem, nichtsdestotrotz. Sind wir der Champ der Alola-Region geworden und haben die Nuzlocke-Challenge bestanden, ne? Wir haben den Champ besiegt. Damit wäre sie eigentlich vorbei, aber es gibt natürlich im Game hier, im Postgame, noch mehr. Ja, wir können, denke ich, noch legendäre Pokémon fangen und vieles mehr. Und so würde ich das auch handhaben. Muss ich hier A drücken oder geht das? Es geht so weg. Okay, es geht gleich weiter hier. Die Top 4 sind am Start.
Ich gratuliere zum Einzug in die Ruhmeshalle. So wie die Sonne und den Mond erleuchtet, so wirken auch die Freundschaften, die du während deiner Inselwanderschaft gemacht hast, auf dich. All diese Begegnungen haben dich stärker werden lassen. Du liebst Pokémon nicht von ganzem Herzen, was, Merlin? Genau, so konntest du auch alles aus deinem Pokémon rausholen und gemeinsam mit ihnen diesen Sieg feiern. Alle werden jetzt zu dir aufblicken, dich aber auch als Rivalen sehen. Mach dich darauf gefasst, herausgefordert zu werden. Ja, okay. Wir können herausgefordert werden. Du bist der erste Champ der Pokémon-Liga von Alola. Das werden wir natürlich ausgelassen feiern. Die Sonne und der Mond werden unsere Zeugen sein. Naja, das sind sie eigentlich immer, ne? Nicht nur auf Alola. Wir feiern wohl jetzt hier gleich? Auf dem Gipfel? Also dann, Merlin, kehren wir rasch nach Mele Mele zurück. Oder, um es mit Attackennamen auszudrücken, machen wir im Turbo-Tempo eine Kehrtwende nach Mele Mele. Okay. In Lilly wird erst einmal ordentlich gefeiert und keine Sorge, ich sage auch Lilly Bescheid. Okay. Okay, gibt's auch sowas wie einen Abspann? Kommt der jetzt? Oder sind wir gleich direkt? Spawnen wir in Mele Mele? Nee, es gibt erstmal. Nö. Wir sind direkt in Mele Mele auf Lilly. In Lilly, okay. Tali auch hier. Alter, die ganzen Captains und Co. Und es gibt ja auch noch Ultrabestien. Ultrabestien können wir bestimmt auch noch fangen. Es gibt, denke ich, noch einiges, ja, einiges im Postgame hier. Ah, das wird sicherlich noch einiges Spannendes zu bieten haben. Gehe ich da einfach mal davon aus. Ja, und das Postgame, ja, würde ich, kann man prinzipiell ohne Nuzlocke-Regeln spielen, wenn es vor allem darum geht, die legendären Pokémon zu fangen. Gibt es aber dann Kämpfe, würde ich dann doch auf die Nuzlocke-Regeln zurückkehren. Ne? So ist es vielleicht ganz, ganz gut. Weil wenn du legendäre Pokémon fängst, dann stirbt auch alles weg, wenn du das ohne Meisterball fangen musst. Na, bei Kämpfen gehen wir da wieder auf Nuzlocke-Regeln über. So würde ich das jetzt handhaben bis zum Finito, bis wir alles hier geklärt haben. So, wir feiern hier. Es redet keiner. Es wird nur ordentlich gewunken. Lilly ist auch da, wie sie sich alle zuwinken hier. Hapu mit ihrem Pampros. Ein schönes Feuerchen hier. Aber ein bisschen nah am Wald. Du, hier Brandschutz wird nicht gerade groß geschrieben auf Alola. Es ist zwar ringsrum Löschwasser um die Insel, aber trotzdem. Wir haben uns hier versammelt, um den ersten Champ der Pokémon-Liga von Alola zu feiern. Mögen die Festlichkeiten beginnen. Okay. Ja, ja, da jubelt mir die Menge zu. Ist das meine Mutter? Ich habe sie noch ganz kurz am Anfang gesehen. Okay, ja, ja. Die Captains sind alle da. Gladio auch versteckt sich hinterm Baum. Wer weiß, was der schon wieder für Schindluder treibt. Okay. Er war pinkeln, alles klar. Kiawe hier. Kiawe, der feurige Kiawe mit seinen Tänzerinnen. Und Lola, das Top-4-Mitglied. Gibt's jetzt einen schönen Tanz? Es gibt jetzt erstmal einen schönen Tanz zu bestaunen, ne? Sehr, sehr nette Geschichte. Aber wenig Dialoge, ne? Wenig Dialoge. Wer ist das? Ach, Yasu hier, der depressive Inselkönig. Der hat den Todesblick drauf hier. Aber auch er kann lachen. Er kann auch lachen hier. Gibt es jetzt doch noch eine Interaktion? Nee. Es wird weiter gewunken und gegrinst. Alles klar. Ja, okay. Feuerwerk. Junge, Junge, die lassen sich ja hier nicht lumpen. Da gibt es sogar Feuerwerk. Jetzt ist der Mond unser Zeuge. Es ist sehr nett. Ja, ist schon nett gemacht. Aber zählt das jetzt als Abspann oder gibt es da eigentlich immer so einen extra Abspann, ne, mit den Credits und so? Wir feiern bis in die Nacht und zum nächsten Morgen. So scheint mir das hier. So. Also die hätten ja schon, wenn sie hier so Party machen, schon ein paar Dialoge mit einbauen können, so interessante Fakten oder so. Herzlichen Glückwunsch, Merlin. Du hast es tatsächlich geschafft und bist jetzt der Champ von Alola. Sieh dich noch um. Ist das nicht großartig? Alle sind gekommen, um deine Leistung zu würdigen und dich zu feiern. Und wie sie sich alle freuen und Spaß haben. Jung und alt und auch die Pokémon. Sehr schön, ah, sehr, sehr schön. Es ist viel passiert und es war bestimmt nicht immer leicht, alles durchzustehen. Aber letzten Endes bin ich froh, dass ich nach Alola gekommen bin. Dass ich dir begegnen durfte, Merlin. Nein, nicht nur das. Dass ich zusammen mit dir auf diese Reise gehen durfte, hat mir so viel gegeben. Ja, ja, sehr viel sogar, ja. Du, Merlin, was hältst du davon, wenn wir uns kurz davon stehlen und einen Abstecher zu den Ruinen des Krieges machen?
Ich habe von Hala gehört, dass die Hängebrücke repariert wurde. Aber dann verpassen wir doch das Fest, das schöne Fest. Aber ich finde, wir sollten Kaporiki Bescheid sagen, dass du die Inselwanderschaft erfolgreich absolviert hast. Na, dann gehen wir halt. Jo, bleibt ja gar keine andere Wahl. Dann gehen wir dorthin. Wir stehlen uns davon in den dunklen Wald hinein. Gibt es jetzt, gibt aber meistens nach der Pokémon-Liga erstmal einen Abspann, oder? Nee, es geht weiter. Eine frische Hängebrücke hier, die ist neu. Der Mahalo-Bergpfad, die Hängebrücke. Ja, und nun? Das weckt Erinnerungen. Damals war mir das irgendwie einfach alles zu viel. Und jetzt bist du gewappnet, oder? Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, im Grunde war es sogar Leo. Ich meine, es war Wölkchen, das uns beide zusammengebracht hat, nicht wahr, Merlin? Naja, du hast recht. Komm, gehen wir mal rüber. Aber wir laufen gleich zusammen, Alter. Wir laufen, da bleibt mir ja keine Wahl. Die Handlung wird hier direkt aufgezwungen. Das gehört alles noch mit dazu hier. Es gehört alles mit dazu. Eine geheimnisvolle Lebensform sehen wir hier auch. Die Ruinen des Krieges. Ich weiß immer noch nicht, warum Kaporiki uns an jenem Tag aus der Klemme geholfen hat. Obwohl es wohl etwas mit dem legendären Pokémon Solgaleo zu tun hat. Das weiß ich nicht. Das weiß ich natürlich nicht. Die ganze Handlung automatisch, muss ja nur die Dialoge wegdrücken, mehr ist nicht. Ja, aber Kaporiki ist natürlich nicht da, oder? Das erinnert mich an den Tag, an dem Habu zur Inselkönigin ernannt wurde. Jetzt bin ich ein wenig aufgeregt, Kaporiki, der Schutzpatron. Naja, gibt's jetzt tatsächlich eine Begegnung mit ihm? Ja, dieser Schrein oder diese antike Stätte sieht ähnlich aus wie die auf der Insel, wo sich Habu gekrönt hat. Kaporiki, dank deiner Hilfe konnte sich Cosmog zu Solgaleo entwickeln. Dafür möchte ich dir stellvertretend danken. Du redest mit einem Stein, Lilly, ja? Das weißt du schon. Und jetzt du, Merlin, für den Champ von Alola. Gibt es nur eine angemessene Möglichkeit, Kaporiki die Ehre zu erweisen. Lass mich zuvor deine Pokémon wieder fit machen. Was denn, soll ich gegen den kämpfen, oder was? Aha, okay. Du streckst deine Hand aus und berührst die Statue. Eine seltsame Energie geht vom Z-Ring aus. Du hörst eine Stimme in deinem Kopf. Okay. Es ist da. Ist es nur in meinem Kopf so oder ist es Wirklichkeit? Solgaleo auch da? Ja und, was ist jetzt? Solgaleo, ich bin erleichtert. Es ist soweit. Was, die wollen gegeneinander kämpfen hier, oder was? Ist jetzt Solgaleo an Stelle Nummer 1? Muss ich jetzt mit Solgaleo kämpfen? Nee, die Eierbombe ist vorne dran, ne? Kann ich das Pokémon jetzt fangen? Der Elektroerzeuger von Kaporiki. Wie weit sind wir überhaupt so? Wir sind schon ein bisschen drüber hier mit der Zeit. Ja, das Kaporiki würde ich im nächsten Part versuchen zu fangen oder zu bekämpfen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt gerne den Kanal und schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und tschüss.